So, meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zurück zu unserem Fernbus-Flixbus-Simulator. Wie ihr seht, stehen wir noch in Schwerin. Zur Abfahrt bereit, dann will ich auch gar nicht lange schnacken, sondern Kopf in den Nacken und weiter geht unsere Fahrt. Wo müssen wir das nächste Mal Pause machen? Offiziell nach Wolfsburg. Wir haben eine irgendwie übersehen, ausgelassen, was auch immer. Ihr kennt das Spiel ja. Aber die nächste offizielle Pause müssen wir nach Wolfsburg machen. So, Fahrt starten und los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ja, das hoffe ich auch. Nach wie vor, dass ihr eine angenehme Fahrt habt. Dass euch mein Let's Play weiterhin gefällt. Ein, zwei Nörgler unter den Videos hatte ich jetzt wieder, aber ganz ehrlich, das war keine konstruktive Kritik, das war einfach nur Rumgenörgel und ich kann es nicht allen recht machen. Und da ist mir das auch egal, wenn ich den einen oder anderen mit solchen Aussagen verjage. Wem es nicht passt, schaut woanders. Und für alle anderen bin ich dankbar. Ich würde sagen, wir sollten noch fahren. Grüner wird's nicht. Aber ich denke mal, die Mehrheit, die weiß, was ich meine. So, warum die Fahrten hier und da ein bisschen ruhiger werden zu den Bahnhöfen, das wisst ihr auch, hatte ich euch ja auch gesagt, weil momentan gibt es nicht so viel zu berichten, außer das eine oder andere Negative. Über das Negative haben wir aber mehr wie genug berichtet. Nächste Woche gibt es wahrscheinlich,
ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber die PSN-Karte ist gekauft, also ich muss es mir jetzt noch im PSN-Store holen. Gibt es nächste Woche vielleicht wieder ein bisschen mehr Abwechslung, weil ich will mir eigentlich den Tram-Sim zumindest in meinem angezockten Video angucken. Vielleicht gibt es dann auch ein bisschen Abwechslung, dass ich dann wieder Tram-Sim, Fernbus abwechsel. Aber nichtsdestotrotz, die letzten zwei Hot Wheels oder drei Hot Wheels Folgen, die möchte ich trotzdem noch machen. Und ich rede da ja jetzt schon seit einigen Wochen drüber. In den Police Patrol Officers möchte ich eigentlich in den nächsten ein, zwei Wochen dann auch mal wieder reingucken, ob sich da was getan hat, außer Hotfixes oder nicht. Also zumindest, dass wir da mal wieder reingucken. Also, wie gesagt, auch für die Leute, die meine anderen Projekte gucken, ich habe euch nicht vergessen. Dann muss ich mich erstmal bedanken für die ganzen neuen Abonnenten. Also, für die ganzen neuen ist es übertrieben, aber auf jeden Fall für die paar neuen Abonnenten bedanken. Ein, zwei Abonnenten, die waren da, die sind aber sofort wieder gegangen. Den hat dann wohl meine Unterhaltung nicht gepasst, aber damit kann ich, wie gesagt, leben. Allgemein auch für die Leute, die der Content interessiert, auf jeden Fall Dankeschön dafür. Natürlich an die bestehenden Abonnenten auch. Und ansonsten gilt, wie immer, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich über jedes weitere Abonnent freuen. Das hilft mir und dem Kanal weiter. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen möchtet, dann auch bitte die Glocke aktivieren. Ich gebe nach wie vor mein Bestes, dass ich einigermaßen vernünftig fahre. Im einen oder anderen fahre ich zu viel links, rechts und schaukel zu viel. Die haben gesagt, ey, mit dir als Busfahrer möchte ich nicht mitfahren. Ich sage immer, macht es erstmal besser. Aber ihr müsst ja mit mir auch nicht mitfahren. In dieser Folge geht es erstmal von Schwerin nach Magdeburg. Da das jetzt, wo wir losgefahren sind, über 400 Kilometer waren, jetzt sind es immer noch 378, wird es auch in dieser Folge wahrscheinlich nur bis Magdeburg gehen, einfach aus Sicherheitsgründen. Und ab der nächsten Folge, wenn ich die Karte richtig im Auge habe, versuche ich dann wieder jeweils zwei Haltestellen anzufahren. Ist auch nicht mehr lange. Ich habe mal durchgerechnet, das werden noch so 5 Folgen oder 6 Folgen, jetzt mal geschätzt. Dann sind wir mit der Deutschland-Tour hier, mit der Rest, was wir hier noch über haben, auch fertig. Das heißt, dann sind wir überall einmal gewesen. Was ich aber gesehen habe, Hamburg ZOB, also Zentrale Omnibusbahn in Hamburg, da habe ich nur eine Haltestelle anmarkiert. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, hat der 3, die man anmarkieren kann. Das heißt, die nächste Tour, die ich mir erstellen werde, die wird dann wahrscheinlich vom Hamburg-ZOB gehen, einmal über die ganzen Haltestellen oder auch von woanders hin nach Hamburg-ZOB, so dass wir dann wirklich alle Haltestellen einmal gesehen haben. Aber ich sage euch dann Bescheid, weil ab dann seid ihr gefragt. Weil ab dann seid ihr gefragt, von wo nach wo soll der Maulwurf fahren. Dann werde ich doch zwischendurch mal eigene Touren erstellen, auf die ich Bock habe, das ist klar. Aber dann ist seit mehr oder weniger ihr als Community gefragt. Und dementsprechend geht dann das Let's Play weiter. Oder eben, wenn neue Patches dann mal kommen für das Spiel irgendwann und da wir da mehr wissen, dementsprechend mache ich dann auch weiter. Aber gut, ein paar Videos bis dahin haben wir ja noch. Nur, dass ihr einigermaßen Bescheid wisst, wie das auch momentan und auch in Zukunft mit diesem Spiel hier auf meinem Kanal weitergeht, weil mir macht das momentan echt mit am meisten Spaß auf meinem Kanal, was aber auch euch zu verdanken ist. Weil, wie gesagt, ich kann es nur nochmal sagen, der Fernbus-Simulator kommt bei euch mit am besten an. Und von daher macht es halt auch so viel Spaß, da so viele Folgen von zu machen. Es kamen ein paar Folgen keine, aufgrund von Zeitmangel. Deswegen hatte ich auch auf YouTube den Post gemacht, dass ich an dem heutigen Sonntag versuche wieder ein, zwei Folgen aufzunehmen, die dann jetzt heute Abend für euch da seid. Also ich nehme die jetzt gegen Nachmittag auf, aber wegen der Bambusleitung dauert das dann, bis die am Abend dann für euch hochgeladen sind. Also ein, zwei Folgen kommen des heutigen Tages. Dann wahrscheinlich morgen am Montag kommen dann auch ein, zwei Folgen. Ja, und ab Dienstag kann ich dann vorerst diese Woche, also kommende Woche, kann ich dann ab Dienstag wieder regulär aufnehmen.
nächste Woche kann ich euch aber gleich sagen, also da werde ich wahrscheinlich keinen extra Post auf YouTube machen, das sage ich euch jetzt hier in dem Video. Nächste Woche am Montag, dem 1. Mai, muss ich dann erstmal weg, also jetzt nicht kommende Woche Montag, sondern Montag in einer Woche oder morgen in einer Woche kann man dann sagen, da ist ja dann der 1. Weil die PlayStation lasse ich bei Claudia stehen, die PlayStation 5, die nehme ich jetzt nicht mit zu meiner Familie und dann bin ich aber mal, weiß ich nicht, wie lange genau, 2-3 Tage, vielleicht auch 4-5 Tage bei meiner Familie und in der Zeit werden dann keine Videos kommen, weil so viel vorproduzieren schaffe ich jetzt nicht in der kommenden Woche. Also nicht wundern, wenn dann Anfang nächster Woche dann mal ein paar Tage keine Videos oder weniger Videos kommen, dass ihr da schon mal Bescheid wisst und ich hoffe, ihr seid mir da auch nicht böse. Vielleicht geht das, was ich erledigen muss, ja auch schneller wie gedacht. Aber hell sehen kann ich halt nun mal nicht. Einen Schluck trinken, weil ich gedacht habe, ja, ist gerade rot und dann wird die scheiß Ampel dann doch mal schneller grün. Sonst steht man da gefühlt immer eine halbe Ewigkeit, aber egal. Weiter geht's. Ach, muss man wieder die Spur wechseln, war nur eine kurze Zweierspur. Okay, jetzt hätte ich gar nicht nach rechts rüber gemusst, hätte ich gleich links bleiben können. Egal, macht nichts. Zweierspur. Nö, jetzt bleibe ich erstmal hier. Ja, wir müssen eh links abbiegen.
links eingeordnet. Ich muss geradeaus weiter, ne? Ja. Weiß, das macht man nicht über zwei Spuren direkt raus, aber ich hab's dank unserem etwas grützigen Navi wieder etwas spät gesehen. Ich weiß, ich predige mir das selber jedes Mal selber ein. Ich muss mehr auf Schilder achten und so, mehr nach Schilder fahren, weil das Navi leider nach wie vor nicht perfekt ist, aber gut, also im Navi ist halt wieder ein bisschen meckern auf hohem Niveau, weil wenn man auf die Schilder achtet, dann geht das auch. Im echten Straßenverkehr sollte man auch auf die Schilder achten und nicht sich nur auf den Navi verlassen. Also verlässt sich aufs Navi, bist du verlassen. Also von daher, alles im grünen Bereich, haben ja keine Unfälle verursacht, war auch weit und breit kein anderer, also würde ich sagen, alles safe, alles okay. Der KI-Stufe ist auch geregelt. War zwar nur einer, der drauf reagiert hat, aber ich möchte es doch bitte auf 70% lassen und nicht auf 50% runterstellen, die Verkehrsdichte, weil, was hat er geschrieben, auf 50% ändert sich auch nicht viel. Also auf der Autobahn ist dann vielleicht ein bisschen weniger los, aber in den Städten, diese Staus, die wir da ab und zu haben, die haben wir auch bei 50% trotzdem. Also ist das irrelevant, ich möchte doch bitte die 70% lassen. Also werde ich die 70% erstmal so lassen, so wie es aktuell eingestellt ist. Recht machen, wie gesagt, kann ich es euch eh nicht allen. Auch mit den Touren, wie die erstellt sind. Der eine denkt sich auch, ey, wie Banane erstellst du die Touren? Andere sind einfach glücklich, dass ich überhaupt Fernbus-Simulator weiterspiele und nicht, wie jetzt der ein oder andere Let's Player schon sagt, mit den ganzen Fehlern, ich mache das nicht mehr, ich höre damit auf, haben mir auch schon einige jetzt gesagt, also nein, weitergehen tut's mit dem Projekt. Ich weiß nur noch nicht, wenn ich diese Tour hier fertig habe, wir überall mindestens einmal gewesen sind, dann weiß ich nur noch nicht genau, inwiefern es damit weitergeht. Vielleicht werden die Videos dann ein bisschen weniger, nicht mehr ganz so viele, aber es geht auf jeden Fall mit dem Projekt weiter, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Weil dafür macht es mir einfach selber viel zu viel Spaß. Trotz der ganzen Fehler wohlgemerkt. Ich spreche diese Fehler jetzt nur nicht mehr alle an, weil, wie gesagt, da haben wir uns jetzt mehr wie genug drüber ausgelassen. Wenn das nächste Update da ist, egal ob Bus-DLCs oder normales Update, weil auch wenn das Bus-DLC zwar kommt, dass man die kaufen kann, vielleicht sind mit diesem Update für das Bus-DLC ja trotzdem wieder 2-3 Verbesserungen drin. Man weiß es ja immer nicht. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und dann gucken wir uns auf jeden Fall die Updates trotzdem gemeinsam an. Wenn ihr zwischendurch ein kleines Räuspern hört, tut mir leid, ich habe heute wieder irgendwie, ich habe zwar genug getrunken eigentlich, aber ich habe irgendwie einen kleinen Frosch im Hals. Bergab meckern sie doch wieder, ich fahre zu schnell, oder? Nee, hält sich noch an Grenzen, weil ich hier sogar offiziell 130 fahren darf. Aber wobei, mit dem Bus ist glaube ich 100 maximal, ich bin mir nicht sicher. Irgendeiner hat mal in die Kommentare geschrieben, dass die KI, wenn du auf der Auffahrt bist zum Drauffahren, dass die dich nicht erkennt. Oder wenn die KI auf der Auffahrt ist, die erkennt dich als LKW-Fahrer, und LKWs dürfen wir eh nur 80 km/h fahren, und wenn du da mit 90 oder 100 angebrettert kommst, dass die KI dich nicht erkennt. Ich habe dann einfach als Antwort gegeben, könntest du mit Recht haben, aber sind wir mal ehrlich, die KI ist trotzdem unter aller Sau. Weil das ist sie ja nach wie vor, also da gibt es keine zwei Meinungen.
schätze auch, dass wir jetzt bald rasten müssen, weil das war jetzt eine Strecke von Schwerin nach Magdeburg mit über 400 Kilometern. Und wenn Peru recht hat, ich weiß nicht, ob das bei den echten Busfahrern auch so ist, das müsste mir mal ein echter Busfahrer in die Kommentare schreiben oder jemand, der sich damit auskennt. Peru hat wohl gesagt, das haben sie im Spiel relativ gut wiederum umgesetzt. Man muss wohl hier im Spiel ungefähr alle 400 Kilometer eine Rast machen. Ich habe da nie drauf geachtet. Ich habe immer nur gesehen, wenn wir rasten müssen, dann gehen wir rasten halt. Also wie gesagt, drauf geachtet habe ich da nicht, aber könnte hinkommen. Und da diese Fahrt jetzt von Schwerin nach Magdeburg über 400 Kilometer ist, müssen wir garantiert gleich irgendwo eine Rast machen, auch wenn sie beim Einloggen, also in dem, wie wisst schon, im Telefon nicht drin stand, die Rast. Aber ich schaue gleich mal. Also, sobald ein neuer Rastplatz angezeigt wird, drücke ich mal die Options-Taste, also auf unser Handy da, und gucken mal, ob wir rasten müssen. Okay, was macht die KI hier wieder? Okay, der zieht einfach noch die Mittelspur, dann kann ich ausweichen auf die rechte Spur, das ist okay. Super, jetzt wieder ab auf die Mitte, da ist genug Platz. Machen wir wieder ein kleines bisschen KI-Slalom, ist ja kein Thema. Wir haben ja gerade aktuell genug Platz. Solange sie keine Vollbremsungen macht, sondern flüssig fährt, ist alles gut. Ich habe leicht einen Linksdrall, habe ich das Gefühl. Ich fahre ziemlich weit links, ne? Hier da vorne wird schon wieder abgebremst, dann bremsen wir mal sicherheitshalber ein bisschen mit ab. Komm ab rüber da. Jetzt ist die mittlere Spur wieder schneller, das weißt du aber im Spiel nie. Aber wir haben ja keinen Stress. Da ja gerade so viel los ist, lieber mal ein bisschen gemächlicher fahren, weil Zeit bis Magdeburg haben wir genug. Guck mal, Ankunft ist 16:27, wir haben im Spiel jetzt erst 13:35 und wir haben nur noch 157 Kilometer, also das reicht easy. Ich denke mal, da ist sogar eine Rast mit eingerechnet. Der Kollege hat es ein bisschen eiliger. Ja gut. Bisschen lahmartig ist der LKW vor uns schon, das stimmt wohl, aber komm, genießen wir mal ein bisschen hier die Landschaft rechts und links neben der Autobahn. Hier, zu viel nach rechts gucken sollte ich nicht, weil dann kriege ich den Bus nicht mehr in der Spur gehalten. Ausrufezeichen. Kommt es Radarkontrolle oder kommt eine Baustelle? Meistens gibt es Ausrufezeichen dir schon eine Warnung vorher, dass irgendwas passiert. Na, wir müssen jetzt eh runter. Also, alles richtig gemacht. Gut, dass wir nicht mehr zum Überholen angesetzt haben. Beim spurwechselnden Ruckler ist natürlich ein bisschen böse. Sowas kann natürlich auch mal schief gehen, aber egal. Ja, jetzt kommt da schon wieder einer angeschossen. Ah, okay, er lässt mich rein. Hätte ich jetzt nicht gedacht, deswegen habe ich sicherheitshalber den Standstreifen anvisiert. Aber nachdem ich gesehen habe, dass er hinter uns gebremst hat, ging es ja. Dann konnte ich ja doch auf die Spur ziehen. Also ab und zu ist die KI mal gnädig, aber das passiert selten. Oder sie zieht mit dir gleichzeitig auf die Spur. Also gut, dass wir wieder nur Halbgas beim Rausziehen gegeben haben, sonst wäre mein LKW nämlich reingefallen. Aber bisher kann ich in dieser Folge
Ja, es waren ein, zwei heikle Situationen waren, aber wenn man, wie ich immer sage, vorausschauend fährt, dann kann man die KI auch sehr gut erkennen, was sie macht. Man muss halt wirklich vorausschauend fahren, also man sollte fit sein, wenn man eine Runde fährt. Aber muss man im echten Verkehr ja auch, da gibt es auch Idioten, die machen, was sie wollen, und da muss man auch fit sein, also von daher... Das Einzige, was ich mich dann frage, wenn er schon auf die mittlere Spur rauszieht, hier der LKW vor uns, dann soll er auch Gas geben, weil jetzt werden wir wieder von rechts und von links überholt. Warum gibt er dann kein Gas, wenn er rauszieht? Das frage ich mich dann halt. Nein, Maulwurf, wir wollten nicht rumheulen und rummeckern. Heulen tun wir ja nicht. Wir sagen nur die Wahrheit, aber... Zu viel Wahrheit über das Spiel, das mögen die Entwickler dann auch nicht. Weil die dann stempeln das dann als rufschädigend ab, als missmatig reden und so weiter. Wobei ich ja nur die Fehler aufgezeigt habe. Also von daher, alles im grünen Bereich. Fädeln wir uns gleich wieder auf die rechte Spur ein. Was soll denn der Geist? Wir haben Zeit. Kein Stress. Ich bin heute mal ein ganz gemächlicher und ruhiger Busfahrer. Ziemlich selten von außen gezeigt, deswegen zwischendurch muss das auch mal sein. Also ich glaube, wir den Rasthof kommen, ne? Dann gucke ich mal, ob wir rasten müssen, aber ich gehe schon fast davon aus. Rasten. Eigentlich hätten wir jetzt nämlich, genau, wir hatten gerastet, wir sind noch auf dem Weg nach Magdeburg und laut dem Telefon steht aber erst, dass wir nach Wolfsburg wieder rasten sollen. Stimmt aber nicht, weil das jetzt von Schwerin nach Magdeburg nämlich eine Strecke von über 400 Kilometer waren, müssen wir nämlich schon vorher rasten. Also kommt das hin, ungefähr alle 400 Kilometer rasten. Also werden wir mal den Rasthof anfahren und werden jetzt mal eine kleine Zwischenrast machen. Die Zeit haben wir. Hab mir sowas aber schon fast gedacht. Ganz schön eng hier. Neben dem Tanker oder was es hier ist. Hm.
Das auch erledigt und jetzt geht unsere wilde Fahrt weiter. Vielleicht hat sich in der Zwischenzeit der Verkehr auch ein kleines bisschen beruhigt. Er ploppt vor lauter Angst vor uns schon weg. Ja, es ist halt auch... Ja, ich will zwar nicht so viel meckern, aber es ist halt auch so witzig. Zwischendurch taucht mal ein KI-Fahrzeug vor dir auf, weil es hingeploppt wird. Und zwischendurch ploppt so ein KI-Fahrzeug auch einfach mal weg. So wie jetzt zum Beispiel unser Kollege, der ploppt einfach wieder aus dem Nichts auf. Ist so ziemlich langsam unterwegs, also würde ich sagen, gleich mal auf die Mittelspur hier. Was wir auch schon ein oder zwei Mal hatten, dass plötzlich unter uns ein Auto aufgeploppt ist und wir deswegen Schaden genommen haben, aber gut. Ich muss sagen, es hält sich aber in der einen oder anderen Folge in Grenzen und in manchen Folgen, da sieht man diese Fehler halt extrem. Und da, wo die Fehler halt extrem auftauchen, da rege ich mich dann auch manchmal extremst drüber auf. Weil das halt Fehler sind, die nicht sein dürfen, aber... Im Großen und Ganzen, um das wieder ein bisschen zu relativieren und von dem ganzen, ja, Shitstorm will ich das ja nicht nennen, aber von dem ganzen, so eine scheiße KI und so, weil in manchen Folgen war ich schon ein bisschen sehr genervt, gebe ich ja zu, dass ich in manchen Folgen ein bisschen sehr genervt war, aber ich sag mal, in den Folgen, wo es halt so wirklich so extrem auffällt, da ist, glaube ich, jeder genervt, aber in manchen Folgen, wo die KI nur kleinere Aussätze hat, wie gesagt, wenn man dann vorausschauend fahrend drauf achtet, dann funktioniert das schon. Aber jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, weil wir müssen hier raus. Jetzt, ah nee, Glück gehabt, Schwein gehabt. Ich ist hier eine Doppelspur zum Abbiegen. Habe ich ja nochmal Schwein gehabt. Aber fast nicht aufgepasst, weil ich dachte, wir müssen es jetzt rechts einordnen. Also Glück im Unglück, nennen wir es mal so. Ab, weil der will ja rechts rüber. Ja, das war. Ja, ich habe mich ganz geschafft. Ich habe ihn noch leicht angedischt, aber es hat uns das Spiel, wie es scheint, nicht als Unfall angerechnet. Ich habe es mir gedacht, weil er die ganze Zeit nach rechts geblinkt hat, habe ich mir gedacht, dass der gleich eine Vollbremse macht und rüberfährt. Bin schon langsam gefahren, aber ich war zu nah dran. Ich war einen kleinen Tick zu nah dran. Also, mit dem vorausschauenden Fahren nicht ganz geklappt, aber gut, das Spiel hat uns keinen Unfall angerechnet, also vielleicht war die Synchronisierung da gnädig, dass wir es zwar jetzt gesehen haben, dass wir offiziell leicht angeditscht sind an ihm, aber das Spiel ist noch nicht gesehen, also vielleicht war beim Spiel noch eine kleine Lücke da, wer weiß das schon. So, jetzt kommt da hinten Verkehr, gut, jetzt machen die in der Mitte hier eben Faxen, ah verdammt, ich muss rüber, okay, dann Augen zu durch. Ab direkt auf die mittlere Spur, das ist auch gerade frei. Ah, ich muss ganz rüber. Oh. Geht, geht, geht. Hat keiner gesehen. Geht. Ach, wir sind ja auch schon fast da. Sind ja nur noch 21 Kilometer. Dass es jetzt so schnell ging, hätte ich es nicht erwartet. Dass die Ampeln grün sind. Auch wenn ich da zwischendurch wieder ein bisschen die Geschwindigkeit überschritten habe, aber nur minimal, also alles gut. Da hinten die Häuser, das sieht mir schon ganz nach Magdeburg aus. Thank you.
Ja, Team L, wo bleibt ihr mit dem nächsten Patch? Habt ihr den Patch da hinten drin? Fahrt ihr jetzt euer Equipment Richtung Testserver und testet es vorher nochmal ausgiebig? Ach verdammt, ich muss da rüber. Ist der frei hinter mir? Ja. Hoffentlich wird die linke Spur da gleich noch frei. Die tun die ganze Kreuzung blockieren, liebe Leute. Hoffentlich wird die gleich frei, wenn wir darüber wollen. Ja, es tut sich was. Er fährt weg. Ja, da Glück gehabt. Ja, aber es kann auch mal schief gehen, weil manchmal ist die KI nicht die hellste und dann blockiert die die Kreuzung minutenlang, stundenlang, wie auch immer. Was ich mir halt noch wünschen würde, dass die NPCs nicht nur hier auf Bänken rumsitzen und so, sondern dass die auch die Ampeln überqueren, so wie beim Bussimulator 21, wo die Leute auch rumlaufen und über die Ampeln überqueren und so, dass man da halt auch an den Kreuzungen noch drauf achten muss. Einerseits, ich meine, ich hätte in meiner Folge gesagt, bin ich ganz froh drum, dass es nicht so ist, dass sie da nicht drüber laufen, weil man dann an den Kreuzungen halt wenigstens nur auf diesen, ja, ich sag mal, nicht immer ganz 100% laufenden Verkehr achten muss, aber zur Immersion, zu realistisch, also dass es realistischer wäre, wäre es natürlich schön, wenn die Passanten nicht nur rumsitzen würden, sondern auch hier ordnungsgemäß hier den Gehweg vernünftig machen, also dass da auch ein bisschen mehr Fußgänger unterwegs wären, die halt auch über die Ampeln wollen, die dann auch, keine Ahnung, da wo über den Gehweg laufen, wäre schon schön. Andererseits, ihr merkt ja ab und zu vielleicht auch im Video die Ruckler, die ich im Spiel habe. Die, denke ich mal, werdet ihr im Video auch sehen. Jetzt sind wir aber erstmal in Magdeburg angekommen. Und so. Aber andererseits, alleine durch die ganzen Performance-Ruckler ist es vielleicht auch ganz gut, dass es eben nicht so ist, dass wir weniger Leute rumlaufen haben. Ihr dürft auch nicht vergessen, das Spiel ist relativ groß. So ein Bus-Simulator ist ja relativ klein. Hat zwei kleine Maps und deswegen, weil es kleiner komprimiert ist, wahrscheinlich deswegen. Also würde Simnext und TML würden wieder sagen, aus Performance-Gründen können wir hier nicht mehr Leute rumlaufen lassen. Das wäre garantiert wieder deren Ausrede. Ich sag mal, das ist jetzt kein Muss für mich, aber es wäre halt schön, wenn hier ein bisschen mehr Leben drin wäre auf den Straßen, was Fußgänger anbelangt. So, checke die Passagiere ein. Ja, können wir machen, weil gerastet haben wir ja. Genau, und als nächstes geht es dann nach Wolfsburg und Braunschweig. Aber nach Wolfsburg und Braunschweig geht es dann erst in der nächsten Folge. Was ich aber schon mal mache, ist die Leute einchecken. Ich hoffe, ich habe euch jetzt in dieser Folge nicht zu viel rumgenörgelt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, dann wisst ihr ja. Liken, kommentieren,
wenn ihr neu auf dem Kanal seid, auch gerne abonnieren. Das würde mich sehr freuen, weil es hilft mir und dem Kanal sehr weiter, wie gesagt. Und ansonsten, bis zur nächsten Folge, euer Maulwurf. Peace, over and out. Mahlzeit. Hier mein Ticket. Danke. Hi. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Sehr freundlich. Tag. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Cool. Das Ticket. Bitteschön. Sehr freundlich.